Servus, die Mauernhund. Grüß euch, die Buben. Tada, jawohl. Ich bin wieder an der Donau herunten. Wie sind die Bilder vorher gesehen habt, ich bin gar nicht weit gegangen. Ich will mir heute einen gemütlichen Tag machen. Wir haben im Augenblick schon 23 Grad, es soll noch 25, 26 werden. Es ist jetzt 12:30 Uhr, also 12.30 Uhr und Kleinigkeit zum Essen wieder dabei, wenn wir da was machen, wenn wir es da eigentlich gemütlich machen. Super Platz da gefunden. Ich zeige euch das dann noch näher. Ein Eisvogel, ich glaube, ich sehe schlecht. Da ist ein Eisvogel vorbeigeflogen. Marantana. Naja. Na gut, ich zeige euch dann noch, was ich mir machen will, aber machen wir es da schön gemütlich. Wir haben blauen Himmel, ein paar Wolken, aber pipi feins wieder. Ich zeige euch da einmal mein Platzl, wo ich mich da einer gewuselt habe quasi. Schön ein bisschen unter den Schatten da von dem Baum, aber ich zeige euch es gerne hier. Ja, wie gesagt, da fallen die Brücken, aber das stört mich jetzt nicht wirklich so. Und da ist so ein schönes Platzl, haben wir da ausgesucht. Schön im Schatten. Und das Ganze da natürlich am Wasser. Ja, da seht ihr schon ein paar Treppler von mir, weil meine Energy ist da heute schon mal kühl gelagert. Ja, wie gesagt, ich bin nicht weit gegangen. Da ist die Einfahrt für die Feuerwehr und 100 Meter, 150 Meter bin ich beim Auto wieder, aber das stört mich nicht. Mir gefällt das da. Verdammt gut, das Platzl schaut irgendwie idyllisch aus. Also, ich würde sagen, meine alten Worte zu nehmen, pipi feinst. Wie man sehen kann, ich habe alles hergelegt, mein Pfandl wieder dabei, meinen großen X-Beil. Und heute gibt es einmal was Eigenes, also nichts Eigenes. Ich habe das auch gesehen. Und zwar, ich habe zwei Erdäpfel, die werde ich mir schön einreiben. Vorher werde ich mir noch einen Speck anresten, ein bisschen vom Feinsten. Dann kommt am Schluss dann noch ein geriebener Käse drüber. Ich habe noch einen Schnittlauch. Ich habe zwar so Delikatessgurken dabei und so eine Frühlingszwiebel, die wir auch noch zusammenschneiden. Und ja, und ich würde sagen, ich werde mal anfangen mit dem Speck. Den werden wir mal anresten. Dabei kann ich mir die Kartoffeln schön reißen und dann, ja, na dann starten wir mal. Dann fangen wir mal an, werden wir das dann mit einer Nadel reinräumen. Wer auch schon gekriegt hat, der Viking Magni, mit einmal so ein Passagierdampfer unterwegs. Ja, aber da geht es jetzt weiter beim Essen. Die sind schon mal schön angeröst, das ist perfekt. Die kommen jetzt einmal da rein. Jetzt haben wir zwei Teller mitgenommen und da kommt jetzt einmal der Kartoffel. Geschmanzgerte einer. Und dann werden wir da mal jetzt einmal drauf geben und ein bisschen schön anresten. A la Bonheur. In der Zwischenzeit werden wir mit Zwiebeln klein schneiden schon. Irgendwie glaube ich, das wird wohl nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das haut eigentlich gar nicht hin. Ja, das ist ein klassischer Fail. Ja, Die sind jetzt fein, was ich mir vorstellen kann. Brauche ich wahrscheinlich ein gröberes. Weil die werden einfach nicht durch.
werde es jetzt noch mal ein bisschen aufharzen. Aber so wie es ausschaut, habe ich da Pech. Oh, wow! Wow! Naja, muss ja nicht alles funktionieren. Ja, so wie es ausschaut, ist das quasi für die Fische. Das ist nichts geworden. Ja, was soll's, ich habe mir da jetzt den Rest reingehauen. Denn die Erdäpfel sind in der Donau und die reimen da halt jetzt noch ein bisschen Gras drüber. Und machen es halt so noch ein bisschen gemütlich. Ist vielleicht jetzt nicht das geworden, was ich mir vorgestellt habe. Es ist schon fast vegetarisch, was ich da habe. Aber was soll's. Ich lasse mir jetzt trotzdem schmecken. Mahlzeit. Schön kühl, frisch aus der Donau. Lass ihm aber trotzdem nicht versauern den Tag. Schaut das auch nicht schlecht aus. Und während die da ist, fährt wieder mal einer vorbei. Der ist leer. Das sieht man auf die Stöhn drunter. Diese hellen Stöhn, die liegen normal im Wasser. Bis dort hieß er gelohnt. Ah, da ist sogar ein Auto hinten drauf. Na, haben viele mit dabei. Ich muss sagen, es ist richtig angenehm an der Wolken voll. Es ist wirklich ganz schön heiß da. Jetzt sagt 24 Grad, naja. Ja, wie gesagt, für Essen war ein bisschen ein Fehl, kann man nichts machen. Ich denke, das war viel zu fein gerieben. Ich glaube, ich brauche halt eine gröbere Raspe. Das war wie ein Knädel schon fast, das war zu fein. Aber ja, Erfahrung mehr, egal, macht nichts. Der Rest war auch gut. Und ich mache mir jetzt natürlich noch mal einen Kaffee, den ich sammle. So, Kaffee ist aufgestellt. Perfekt. Ja, auf den freue ich mich natürlich schon. Ja, da fährt wieder einer vorbei, der blockt sich. Naja, stromaufwärts und voll belohnt. Würzburg. Ja, ein Schubverband, der ist relativ lang, wie man sehen kann. Und nimmt darauf zwei Autos stehen. Da ja, wird man doch leider nicht gescheit sehen auf der Action kommen, aber da vorhin ist ein Kormoran. Der hat die Fliegerin auch noch schön ausgebracht. Ja, ich muss sagen, das Platzl da gefällt mir wirklich sehr gut. Super schön. Twin City Liner, den zeige ich auch schnell. Er ist wieder unterwegs. Ich glaube, davon gibt es drei Stückchen. Twin City Liner, die fahren von Wien nach Ungarn runter. Und ja, es ist so ein Tragflügelboot, der gibt ordentlich Stoff. So, da werden wir mal einen Handschuh anziehen, weil der hat mir die Flammen da oben gehabt. So, da lassen wir ausbrennen. Jetzt stellen wir da wieder oben. Kann ja nicht viel passieren. Jawohl.
Und jetzt wieder mal eins der schönsten Geräusche. Ein Träumchen. Ja, muss ich überhaupt noch wieder was sagen, aber ja, ihr seid es gewohnt von mir. Meine Krankensessel, der erste Gruß gilt natürlich wie euch, wie immer. Und alle gesund werden, Freunde, gesund werden, der Sommer ist fast da. Und alle anderen werden es mir ja nicht krank. Ich sage euch, ich schaue auf euch. Prost. So schön da herunten, was muss einer auf die Malediven fliegen? Mein Strand da ist viel schöner. Und ich habe vor allem keine Haifische im Wasser. Gut, ein Donaukrokodil haben wir. Ich glaube, wenn ich das Video finde, verlinke ich es da oben. Schon selber gesehen mit meinen eigenen Augen. Ich schwöre. Ja, da sehe ich jetzt schon oben auf meinem Hausberg, wird ordentlich gekackelt. Staubt es ordentlich drin. Naja. Vielleicht sollte ich mal wieder aufschauen, wie es da oben ausschaut. Ah, herrlich, wie der Wolkerl fuhr. Das geht ein bisschen angenehmer. Na, soll jetzt nicht glauben, wie heiß wird. Muss es 30 Grad kriegen. Ja, seht ihr das Fleckerl, wie das schön eingebaut bin da herin. Wirklich wunderschön. Alles grün. Ja, 270 Grad grün. Und vor mir die blaue Donau. Natürlich pipifeiner Sand da. Da kann man natürlich auch super waschen. Was schreist du da so? Du hast vorher zum Fragen, ob du schreien darfst, hast du verstanden? Okay, ist Name verziehen. Ja, Freunde, es ist in der Zwischenzeit kurz nach 3:30. Ich werde jetzt schon langsam zusammenpacken, habe jetzt eine schöne Zeit da herunter gehabt. Gut, da kommt noch ein riesen Passagierdampfer, den warten wir natürlich noch an. Ja, fangen aber an, schon langsam alles zum Einpacken und dann gehen wir schon langsam zurück und fahren wir wieder heim. So, das war es einmal wieder. Muscheln brauche ich da nichts, das ist alles sandig. Kann ich mir da sparen. Ich muss ja da jetzt keine Spuren verwischen, ist ja egal. Ja, und jetzt geht's zurück zum Auto. Ja, dann einmal einen Blick zurück auf mein schönes Platzl. Das hat mir wirklich gefallen. Ich glaube, da könnte ich öfters herkommen. Da muss ich auch nicht so weit gehen. So, und da geht es jetzt retour. Und da ist Donau. Schön.
Ich habe jetzt nur mehr ein paar Meter bis zum Auto. Daher werde ich mich gleich von dem schönen Ambiente da verabschieden. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.